machen gerade nochmal Langzeitbelichtung bei Tag. ND1000-Filter vorne drauf geschraubt, Bulbmodus eine Minute. Genau, also richtig, richtig schwarz. Genau. Und ja, jetzt gleich sind dann auch die ganzen Leute weg. Das Wasser ist schön glatt. Jetzt machen wir mal 1,30. Und ab 1,30 müsste reichen. Das ist natürlich durch den ND-Filter der Weißabgleich nachher muss wieder angepasst werden. So, bei einer Minute. Da kann man übrigens auch mit diesen ND-Filtern kann man natürlich auch super irgendwie an Wasserfällen oder an Flüssen genau. Oder wenn ihr am See seid, ja, so richtig schönes weiches Wasser, die Wolken haben Bewegung drin und so. Und hier ist jetzt halt so schön, wenn er mich ja mal ganz kurz zeigt hier, wir haben hier so einen Bruch, seht ihr das? Hier oben haben wir diese dunklen Wolken und da hinten haben wir dieses Blau. Ja, ich habe das vorhin von da hinten gesehen, 1,30 um, wir stoppen mal die Aufnahme und habe gleich gedacht, alles klar, das muss man ausnutzen. Ja, 1,30 hat gepasst. Ist, wie gesagt, der Weißabgleich muss hier... super scharf. Na? Perfekt. Genau. Ich habe auch, also übrigens, das ist ein Valimax-Objektiv von Micha. Genau. Das muss ich manuell einstellen. 24 mm 1.4 von genau. Valimax. Genau. Muss ich manuell einstellen und ich habe halt vorher den Fokus gesetzt. Ich bin aber eh auf unendlich und bin hier auf der Blende 8. Das ist halt alles manuell einstellen, ja. Und ganz ehrlich, wenn ihr so eine Klamotten macht, und ihr müsst manuell fokussieren, stellt es auf unendlich. Dann habt ihr alles scharf. Und bei solchen Aufnahmen, ja, wollen wir ja alles scharf haben. Ja. Und ansonsten, ja, und wir haben hier die Spiegelung. Ja, hier ist sogar noch so ganz wenig Spiegelung. Wenn wir jetzt näher rankämen, hat man die Spiegelung natürlich noch ein bisschen extremer hier. Ne? Aber wir kommen halt nicht näher ran. Mhm. Hab vorhin schon überlegt, ob ich das Stativ ins Wasser stellen soll, aber... da ist zu viel drinnen. Ja, bin da eigentlich immer relativ schmerzfrei, das ist auch gerade ein Fischsee. ND1000-Filter, 90 Sekunden, ja, manuell eingestellt auf Blende 8, unendlicher Fokus, was war das nochmal, 24? 24, 1,4er, genau, ja, und dann könnt ihr, ihr könnt es natürlich auch normal aussehen, ihr braucht jetzt nicht unbedingt hier diesen Fernauslöser, ihr könnt es auch so machen, aber dann müsst ihr halt gedrückt halten im Bulb-Modus, weil ihr könnt ja nur 30 Sekunden belichten, normalerweise. Und wir haben jetzt 1,30 gemacht. Da müsst ihr halten, ist natürlich die Gefahr, dass ihr verwackelt. Ja? Also deswegen wäre da schon ein Fernauslöser zu empfehlen bei solchen Geschichten. Okay, alles klar, zeigen wir mal das Bild und dann...